Hallo und herzlich willkommen zurück im Ladebildschirm. Ich wollte den Jungen ausnehmen. Ich wollte doch nichts anderes machen. Wieso? What are you looking at, pussy? Ach, jetzt schon wieder. Die hab ich doch gerade umgehauen. Warum greife ich mich I'm wieder gonna beat the shit out of you. Halt die Fresse, du Kackbuhn. Take that. Was denn? Oh, das habe ich nicht kommen sehen, aber ich bin zum Glück gerade verschildet. Hoch verschildet bin ich quasi gerade. Elfenpriester. I have to go to the bathroom. Ja, halt die Schnauze. Jetzt überlege ich mir erstmal was für deinen Kumpel. Und zwar Fett in die Eierbambule. Jetzt gibt's Eierpunsch mit Nuggets. Ach, ich vergesse immer das Normaltreten. Verdammt, ich kann mir das echt nicht merken. So, und für den scheiß Priester-Kack-Typ. Sollen wir den mal verzaubern? Stop dicking around. So, den haben wir schon mal verzaubert. So, das bringt eigentlich überhaupt nichts. Der Bogen ist eigentlich voll für den Arsch. Ach nö, geht. Jetzt hast du das gebracht. Der heilt sich ein bisschen, ist aber eigentlich schon fett am Arsch. Ach, der lebt ja auch noch da hinten. Egal, jetzt knüppeln wir erstmal den hier nieder. Der braucht eigentlich gar nichts mehr. Normaler Angriff und weg. So, Kennys Bogen. Tschüss. So, da fängt die Folge ja super an. Ich wollte hier eigentlich nur die Leute ausrauben. Weißt du, wie so ein normaler, ehrenhafter Junge das eben tut? Im bübischen Alter. Aha. Ach, jetzt steht hier wieder alles City, City, City. City, City, City. Also, Shitty, Shitty, Shitty. Okay, wir haben nämlich, Entschuldigung, 2 Minuten Verzögerung. Das tut mir echt leid. Wir haben eine Aufgabe. Wir müssen nämlich einerseits benutze Fürze. Wir können den Rattenschwarm wegfurzen. Natürlich. Jeder weiß doch, dass man Rattenschwärme wegfurzen kann. Ach, da ist der Pfeil. Ich sehe den gar nicht. Okay, wir müssen vielleicht doch den Drachenschrei nehmen. Okay, lass es rumpeln. Lass es rumpeln. Lass alles raus. Mach die Schläuche leer. Oh, kam noch einer hinterher gerutscht. Kleidungsfetzen. Okay, wir sind im Wald. Hatte ich mir in der letzten Aufnahmesession nicht was aufgeschrieben? Warte. Rechts oben. Aber da kommen wir doch wieder raus. Okay, dann gehe ich einfach mal. Was ist denn das für ein Busch? Wem gehört denn dieser geile Busch? Habe ich gerade mal ein bisschen getrimmt, den geilen Busch. Also rechts oben. Ich weiß nicht genau, das funktioniert ja hier nicht. Aha. Das erinnert mich so an die Folge. Ich will nicht. Ich will nicht mal kämpfen. Ich will rumlaufen. Alter. Ist ja ekelhaft. Da rammeln die mich an. Ich könnte jetzt beschwören, aber ich guck mal ganz kurz. Räudiger Wildhund. Ekelhafte Töne. Weißt du was, der mit ganz normalen Angriff, da lohnt sich nicht mal ein Furz. Oh doch, der hat sich gelohnt, tatsächlich. Ach, erstmal kotzen. Über diese Hundewichse am Knie, ekelhaft. Entschuldigung. Was ist das? Begleiter tauschen, das wäre natürlich eigentlich auch eine Sache. Wir können ja theoretisch mal auf Butters schalten. Entschuldigung. Butters? Come on, new kid, let's show them what we can do. So, Butters natürlich. So, Butters blockt ab. Oh, der obere Hund ist schon ein bisschen kaputtgeschlagen. Aber das macht gar nichts. Wir gehen jetzt auf den unteren Hund und machen einen Furzangriff. Dann müsste er eigentlich weg sein. Ah, nicht ganz. Alter, still. Okay, nee, Butters Hammer machen wir nicht. Wir machen jetzt einfach mal die Fähigkeit und dann machen wir mal ein. Oh! Professor Chaos! Butters verwandelt sich in den bösen Professor Chaos und entfesselt einen zufällig verheerenden Angriff. Oh mein Gott! Das machen wir nächstes Mal. Jetzt erstmal den Hammer der Stürme, weil wir beide Feinde damit besiegen können. Wir müssen vernünftig bleiben.
Komm schon. Make my day. You give it your best shot, and that's all Jesus asks of you. What? Jesus erwartet das Beste von mir? Das kann ja nicht viel sein. 36. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie wir hier überhaupt durchkommen. Hier sind überall wilde Tiere. Ich hoffe, hier kommen nicht gleich wieder welche angescheißert. Yeah, I think we should probably go down. Ich will hier gar nicht gegen diese ganzen Viecher kämpfen. Hm. Oh, fuck you. Ich meine natürlich, toll. I've killed way bigger guys than you. Well. Oh Mann, im Arsch, was? Na toll, und da habe ich jetzt gewartet. Ach Mann, leck mich doch fett. Die machen alle was anderes. Scharfschaden aufschlitzen? Nee, das will ich gar nicht. Das lohnt sich einfach nicht für die. Ja, probiere ich mal den stürmenden Bull. No. Obwohl... Ich probiere mal ganz kurz die Strahlenwaffe. Vorher haue ich mir noch mal ganz kurz einen Burrito rein oder irgendwas. Warte mal. Also heute ist ein bisschen der Wurm drin, ne? Ach, ich kann nichts essen, weil ich angewidert bin. Scheiße. So, So, Butters ist zum Glück nicht angewidert. Der kann jetzt erstmal ganz kurz... Der haut jetzt mal einen großen Gesundheitstrank rein. Schmacki, schmacki. Und jetzt würde ich sagen, Fähigkeiten. Und dann können wir nochmal den Hammer der Stürme rausholen. Ach, den da hinten kriege ich nicht. I'm tired of being picked on. Boah, alter, grimmiger 632, alter Schwede. Surrender and I will show you mercy. Weißt du was? Wir kriegen auch selber Schaden. Oder was? Egal, das gehe ich mal, das Risiko gehe ich ein. Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. Wähle ihr Schicksal. Das Schicksal ist, Chaos-Knall. Au. Na, och man, nicht schon wieder. Fett in Arsch, das darf doch nicht wahr sein. Okay, die sind aber eh alle fast weggeballert, glaube ich, ne? Der lebt ja immer noch, der andere. Mann, wie ätzend ist das denn? Super nervig. Kann ich da keine Fähigkeit mehr machen? Dann frisst der Butters erstmal was. Boah, der Wald ist echt ätzend. Ich will gar nicht in den Wald. Ich wollte da gar nicht rein. Das habe ich nicht bestellt. Dann hau ich erstmal den hier weg. So, der ist weg. Was? Willst du mich verarschen? Jetzt kommt da ein neuer? Och, wie... Wie kacke ist das denn jetzt? Ah, the new kid's screwing around again. Na. Und der lebt immer noch. Natürlich. Alter, wie ätzend ist denn dieser Scheißwald. Ach. Gut, dann hau ich jetzt den um, dann bleibt wenigstens nur noch ein Hund. Wieder heul. Willst du mich verarschen? Oh oh, Butters ist down. Das darf doch nicht wahr sein. Wie kacke ist das denn? 1, 2, 3, Bams! Das sind ja quasi ach, ich habe das Treten wieder vergessen. Das sind quasi unendliche Gegner sind das. Okay, der ist eh betäubt gerade. Dann hau ich mir ganz kurz eben. Ich verstehe gar nicht diese Burritos und so, warum die eigentlich keine Gesundheit machen. Das ist ja auch Essen. War vielleicht schwer verdaulich. So, mit Fettbarts Klinge säbeln wir jetzt einfach in zwei Hälften. So, jetzt muss ich aber langsam mal was essen. Ich hau mir mal einen großen rein, ausnahmsweise.
Dann heult der da unten bestimmt auch gleich wieder rum. Es hilft einfach nichts. So, den muss ich jetzt auch wegkriegen. Ja, na also, Butters, wir haben gesiegt! Wir haben gesiegt! Und ich habe keine Ahnung, wie wir wieder rauskommen. Aufwertung verfügbar. Scheiß Kackhunde. Kommen wir wieder raus? Rechts. Jetzt gehe ich mal nach oben. Und jetzt nach rechts. Dann nach unten und nach rechts. Na super. Was? Yo, Doc, can't I just go right back home after the fight so I don't get grounded? Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, Butters, ehrlich gesagt. Beschwörung will ich einfach noch nicht machen. Fähigkeiten. Dann mache ich hier nochmal Rambolen. Ach, bei dem da hinten kann ich nichts machen. Das ist ja super. Da. So, ich könnte die natürlich beide wegfurzen. Jetzt mit der Knarre. Den anderen habe ich natürlich nicht erwischt, ist ja klar. Wäre auch zu einfach gewesen. Fähigkeiten. Oder pass mal auf, ich mache nochmal Chaos. Mal gucken, was er noch alles auf Lager hat. Professor Chaos. Let's see how you like dealing with me. Wähle ihr Schicksal. Ich mach die Augen zu und drücke. Der Hammer. Sind jetzt beide betäubt? Das wäre natürlich cool. Okay. Ja, der erste ist weg. Und der zweite betäubt. Super. Und den kriegt der Butters hoffentlich hin. Yeah! Gott sei Dank. Ich will aus dem Wald raus. Ich hasse diesen Wald. So, wir kommen von links. Aufwertung verfügbar, ich weiß. Wir kommen von links. Ich muss dann nach unten, glaube ich, gehen. Eine Aufwertung verfügbar. Bewirkt basierend auf deiner Rüstung zusätzlichen Schaden. Das mache ich auch nochmal. Das müssen wir echt mal langsam benutzen. Nicht nur leveln. There you are! We've been looking all over for you! Nein! Puh, Ladebildschirm. Haben wir es geschafft zu den... Ich vermute, ich weiß, wer kommt. Ich bin nämlich den Weg gegangen. So. Ich bin den Weg gegangen. Haben wir den bei Kyle gefunden? Die Tiere des Waldes! Ja! Obwohl, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, die Tiere des Waldes. Ich will nicht dahin. Liebe Tiere, seid ihr lieb? Tiere? Dann lasst uns schöne Weihnachten haben. Look at this, y'all. The new kids come into the forest to have a soul saved. Yay! If you want your soul saved, all you got to do is accept the one true Lord as your personal savior and renounce all others as false idols. Ja, den einen Herren annehmen natürlich. Wer kann den so lieben Tieren widerstehen? Ich würde sagen, den nehmen wir natürlich an. You're saved. Praise be to Satan, your new dread master. Now we can all be friends on Facebook. Yay! Hail Satan! Juhu, Weihnachtsbär, Hasi, Stinky, Bibi, Mausi, Hörni, Hirschi, Spechti, Stachelschweini, Fuchsi, Maisi, Waschbär. 48 Freunde, Vorteil verfügbar. Das war fast schon zu einfach. Ich guck mal, wie viel... Du hast 13 neue Freunde. Waschbär, Maisi, Fuchsi, Stachelschweini, Spechti, Hirschi, Hörni, Mausi, Bibi, Stinky, Hasi, Weihnachtsbär, Mr. Kim. Lasst uns eine Blutorgie feiern. Okay,
Inventar. Was haben wir denn jetzt alles Neues gekriegt? Fettbares Klinge haben wir. Alien-Sonde, lalala. Strahlenwaffe, Mongolenbogen, Level 3. Ja, ja, gut. Ja. Mhm, Genghis Khan ist ja auch sehr schön. Die Perücke behalten wir eh und hier haben wir eh nur Gerümpel. Ach, wir haben neue Vorteile. Ich doofi. Fähigkeiten, Vorteile. Wir haben einen neuen Vorteil und da wollten wir jetzt was nehmen? Wir wollten zweiter Wind nehmen, ne? Volle Gesundheit. Zack. So. Soon will come the end of days, when our Dark Master will boil the oceans and lay siege to the gates of heaven. Ach so. Okay. Das war's. Tja, dann ist ja alles gut. Dann mache ich mir aber gar keine Sorgen. Maybe we should just stay put. There you are. We've been looking all over for you. You are grounded, mister. You march right on home and go to sleep. Ich will aber nicht ins Bett. Ich hatte nur keinen Bock, durch den Wald zu laufen. Ah, okay. Ich hoffe, Sie sehen uns nicht. Schnell raus. So. Sind wir wieder entbüxt quasi. Gott sei Dank. Haben uns die Alten nicht gefunden, weißt du? Diese Alten. Die Erwachsenen wissen überhaupt nicht, was gut ist für uns. Sie wollen uns immer nur bevormunden. Diese Alten. Und ganz kurz. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht kämpfen müssen. Wir werden wahrscheinlich kämpfen müssen. Lass uns mal ganz kurz gucken. Die Goth-Kids hängen an der Schule ab. Ich glaube, das wird aber noch nicht reichen, was wir da haben. Was ich aber gerne noch machen würde, ganz ehrlich, bevor wir zu den Goth-Kids gehen, ich würde gerne noch mal die Analsonde ausprobieren, verdammt. Wir haben so viele davon gefunden und jetzt sehen wir keine mehr. Das ist doch impossible. Es ist impossible, Senor. Oh, 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 oh. Da oben zum Beispiel. Guck mal, da ist irgendwas versteckt. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Ich hoffe, die Typen hier leben nicht mehr. Hallo? Nein, leben nicht mehr. Kommen wir hier irgendwie aufs Dach drauf vielleicht? Ah, okay. Dann gehe ich mal lieber ein bisschen beiseite. Haben wir übersehen letztes Mal. So, dann schnapp ich mir mal den Schatz. Kennys blutige Keule. Kennys blutige Keule. So, du kannst mehrfach das gleiche Ziel bluten lassen. Das ist immer eine schöne Sache. So. Dann haben wir da oben das Ding ausgeräumt. Das ist ja schon mal gut. Und wir müssen immer noch Penner verprügeln, fällt mir gerade auf. Caution ahead, danger. Und ich würde sagen... Ja, na... Okay, ganz kurz. Ich muss kanalisieren und jetzt durch den Dickdarm drücken. So. Das ist ja genau der gleiche. Ist ja das gleiche. Das ist ja doof. Ich dachte, da treffen wir ein paar Penner im Wald, aber ich glaube, die Penner haben. Was war das denn gerade mit dem A? Was konnte ich hier benutzen? Objekt benutzen, modriges Würstchen. Ach, hier kann ich eine Falle legen. So, ich habe zuerst getroffen. Well, here we go again. 1896! Ich meine natürlich, hey. Okay, dem Hund erstmal in die Klöten. So. 1, 2, 3. Hund ist... ich vergesse immer das Nachtreten. Scheiße. Boah, das tut mir echt leid. Das kriege ich nie mehr gebacken in diesem Let's Play. Ja, den Chaos mache ich dann nicht. Hammer der Gerechtigkeit. Sehr gut gegen Rüstung. Der hat ja keine Rüstung, der Hund. Dann bleibe ich vielleicht einfach bei dem Hammer. Bams. Das war nicht so viel. Aber dafür kommen wir jetzt hoffentlich mit der... Ich würde jetzt gerne mal den stürmenden Bullen machen einfach. Halte A, bis du rot siehst. Ich habe noch nicht rot gesehen. Zu früh. Verdammte Kacke. Ich wusste nicht, dass ich schon gedrückt habe. Also ich habe schon zu früh gedrückt und von vornherein habe dann nochmal losgelassen.
Das müssen wir nochmal üben, war mein erstes Mal. Ich bin, sei zärtlich mit mir. Butters! Na, ja, nochmal geht's nicht, habe ich mir fast gedacht. Nehmen wir Fettbarts Klinge und forzen den Typen ins Jenseits! Null? Wieso null? Alter, voll aufs Gesicht getreten und kriegt null? Willst du mich verarschen? Und Butters mit seinem kleinen Vorschlaghammer? Räumt hier ab! Der Hund ist nicht mehr sehr glücklich. Normaler Angriff. Okay. Immer noch nicht, scheiße. Da drückt jemand zu spät, weil ich denke, der greift jetzt mal sofort an. Okay, der ist eh weg, komm. Juhu, den ersten haben wir besiegt. Neue Nachricht von Maisie. Kehre zu Jimbo zurück. Okay. Dann haben wir den Hund. Müssen wir die nach Reihenfolge umbringen oder was? Ich weiß es gar nicht. Maisie hat dich nächsten Sonntag zu einer Blutorgie eingeladen. Bibi und Spechti gefällt das. Das finde ich ja toll. Da müssen wir mal nur aufpassen, dass Maisie nicht platzt, wenn wir da... Ich muss hier mal weg. Ach, das ist Schnee im Hintergrund. Geh doch mal ganz kurz da rein. Nur mal gucken, ob die noch was anderes sagen nebenbei. Nee, ne? My sister Kenny doesn't need protecting, but watch out for her anyway. Das machen wir auf jeden Fall. Da ist auch nichts mehr rauszuräumen, ne? Hier haben wir schon alles aufgeräumt. Wir können Kenny nochmal einwechseln eigentlich. Dann kommen wir mit Kenny hier rumlaufen. Können wir eigentlich? Das würde mich mal interessieren. Das ist kein Chin-Pokémon, ne? Nee, das ist... Oh, tut mir leid, Kenny. Oh, tut mir leid, Kenny. Können wir vielleicht... Nee, das geht nicht. Oh, tut mir leid, Kenny. So, nochmal schön kräftig rausschütteln. Puh. Okay, die Glasscherben nehmen wir mit. Und ich glaube, dann gehen wir mal wieder raus. Und wir müssen immer noch zu den Goth Kids. Wir müssen immer noch irgendwie versuchen, aber dafür haben wir jetzt die Tiere des Waldes auf unserer Seite. Das ist schon mal sehr gut. Und wir haben... Die gehen mir auf den Sack, die Elfen. So, wir müssen zu Jimbo mal zurückgehen. Das würde ich auch gerne machen. Und das mache ich zu Fuß in der Hoffnung, dass wir zwischendurch nochmal auf Analsondenmöglichkeiten treffen. Ich gehe hier mal einfach so ein bisschen ab. La 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 la. Okay, hier können wir auch rüber. So, da kommen wir doch nur wieder in den Wald. Okay. Hallo? Hallo? Ich komme da nicht mehr raus. Was ist das? Das war ganz komisch. Okay, egal. Na, Penner? Da geht's nur nach oben. Neue Nachricht vom Weihnachtsbär. Da, ach, der Weihnachtsbär, den mag ich ja gerne. Ich bin gerade am Zweifeln. Wenn Satan existiert, warum lässt er es zu, dass gute Menschen gute Dinge widerfahren? Hirschi und Hase gefällt das. Jetzt aber Kopf hoch alle miteinander. Wenn er ihnen keine Hoffnung geben würde, wie könnte er denn ihre Träume zerstören? Ja, da ist viel Wahres dran. An Satan zweifeln? Ist das nicht so? Kommt man dafür nicht in den Himmel? Wie schlimm. So, da müssen wir nicht rein. Da ist wieder Al Gore. Da kann man nicht... Wo kann man hier lang? Shouldn't you be in school? Die Schule ist ausgefallen, du Oma. Wie komme ich an die Tasche da oben ran? Ich weiß wie. Analsondenpower aktiviert! Da können ja sogar Freunde mitkommen mit der Analsonne. Das ist natürlich ein Traum. Schneeflocke, Level 6, was ist das denn? 2 MP mit Frostschaden, aha. Hat die Laterne gerade geblinkt? Ah ja, hat sie tatsächlich, okay.
mit der Aliensonde. So, gewaltsames Eindringen. Wir haben einen neuen Freund gefunden, hier einfach mal. So viel Spaß kann man nur mit einer Sonde haben. Da oben geht's nicht hoch. Are you the kid who's making all those friends? Ja, das bin ich. Lass mal, ey, lass mal abhängen, Puppe. Ey. Ey, was hast du da unterm Rock? Was hast du da unterm Rock? Was hast du da unterm Rock? Was hast du da? Ey, hau nicht ab. Blöde Kuh. Unplanned Parenthood. Schwanger sind wir ja nun nicht. Im Hintergrund sehe ich das UFO und da oben sehe ich... Ah, okay. Hallo? So, was kriegen wir denn da? Beatnik-Schnurrbart, Level 6 Knappenhandschuhe. Nice. 3 Rüstungen, minus 10 Schaden beim Blocken. Na, da gucke ich aber mal ganz kurz in die Ausrüstung. Nein, das ist die Karte. Da gucke ich mal ganz kurz in die Ausrüstung. Und zwar haben wir hier die KKK-Handschuhe. 3 Rüstungen plus 10% Schaden. Durch zweihändige Waffen. Wir haben eh keine zweihändigen Waffen. Ändern. Ablegen. Knappen Handschuh. Ändern. Und dann gucken wir mal ganz kurz, was können wir da hinpacken. 2 MP, wenn du Feuerschaden. La 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 la. Was haben wir da? Neue. 2 MP Frostschaden. 1 MP, wenn du Schaden blockst. La la la. 10% mehr Geld. Das ist alles total traumhaft. Distanzangriffe machen wir eh selten. Jeder Angriff saugt 10 Trefferpunkte ab. Das mache ich mal. Und ich mache nochmal Folgendes. Ich gehe mal auf die Uniform, denn wir müssen ja noch was machen. Primärfarbe. Schwarz. Sekundärfarbe. Das Gold da unten kann ich mal lassen. Ach nee, das ist ja die Hose. Naja, Hose in dem Falle nicht. Das Gold lasse ich mal. Und mützentechnisch sind wir eigentlich gut gestellt. Kann man vielleicht auch nochmal schwarz, aber das ist ja eigentlich schon schwarz. So, sekundär, was ist das? Das Glas, okay, das mache ich natürlich auch schwarz. So. Haben wir noch irgendwas, was schwarz gefärbt werden muss? Die Handschuhe sind ja schon schwarz. Ihr wisst ja natürlich schon warum. I know you aren't supposed to give money to panhandlers, but this vice president kept accosting me and I felt so bad for him. Okay, eine neue Nase brauchen wir noch nicht. Da kommen wir auch nicht rein. Da oben ist nur ein Vogelnest. Da oben ist dieser komische schräge Typ auf dem Dach. Ich gehe mal ganz kurz gucken im Gully, da ist doch diese grüne Suppe ausgeflossen. Dann gucken wir uns das vielleicht mal ein bisschen an. Aber natürlich werden wir das leider erst in der nächsten Folge rausfinden, ob im Gully grüne Suppe ausgeflossen ist. Und außerdem in der nächsten Folge, vielleicht schaffen wir es ja endlich mal zu den Gothic Kids. Auf jeden Fall haben wir ein paar Analsonden ausprobiert, wie endlich versprochen. Und in der nächsten Folge hoffentlich dann die Gothic Kids. Vielleicht schaffen wir es ja. Ich bemühe mich wirklich. Ich bemühe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten, meiner sehr begrenzten Möglichkeiten. Ja, in der nächsten Folge dann eventuell vielleicht die Gothic Kids, aber zumindest schon sehr bald. Dann geht's schon wieder weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss!